Morgen, ihr Schlappmeier. Ich habe gerade eben das hier aus unserem Müll noch gefischt. Und ich dachte mir, so ein kleiner Alkoholbrenner oder sag mal, sowas wie den M71. Genau, sowas wie den M71. Ich habe ja keinen. Ich habe mir zwar einen bestellt, aber der geht nach Drosdorf. Und ich bin im Augenblick nicht in Drosdorf, sondern bei Frau Brehm zu Hause. Und Frau Brehm ist mit dem Werkzeug nicht sonderlich gut ausgestattet. Also mache ich das hier mit. Wird schon gehen. Ist schon. Erstmal auf Seite biegen ein bisschen, damit wir da ein bisschen Platz haben. Ich melde mich gleich wieder. So, war mir jetzt zu müßig, statt mit dem hier mitzumachen, ich gemacht habe mit dem Top. Mit dem schönen Ding von Tupper. Das Ding kann er ab. Das hat bei uns lebenslängliche Garantie. Also, weiß nicht, ob die noch gilt, wenn Tupper mein Video gesehen hat, aber mach ich mir keine Sorgen. Die Dinger, die sind echt stabil. So, habe ich jetzt schon mal einen Ansatz. Ja. Jetzt nichts Großartiges, also keine Neuerfindung. Hey, die Dinger von Tupper, die sind echt stabil. So. Jetzt habe ich das schon mal so weit fertig. Ja, einigermaßen gerade. Jetzt mache ich hier so ein paar kleine Cuts runter. Nicht zu stabil, instabil, nicht zu groß, nicht zu klein. Ja, besser doch so, ha? Ja. Macht mehr Sinn. Denn der soll für große Tassen und für kleine Tassen geeignet sein. So ein kleiner Alkoholbrenner. Oder Gelbrenner. So, jetzt biege ich eins nach außen, eins nach innen. Eins nach außen, eins nach innen, eins nach außen, eins nach innen. Das wird jetzt mit Sicherheit nicht die schönste Bastelarbeit, die ihr jemals gesehen habt, aber ist auch kein Rocketbrenner oder wie man die Dinger nennt. Also hier mit Düse, so ein Trangia-Brenner nachgebaut. Und aber ich bin mir sicher, der funktioniert. Ich jetzt hier noch ein paar Löcher reinmache. Ich melde mich gleich wieder. So, das Ergebnis ist soweit fertig. Also, mit Sicherheit bekomme ich da keinen Designerpreis für. Aber ist egal. Nicht schlimm. Vielleicht mache ich ja mal jetzt eine Serie. Oh, ich glaube, das ist der Start einer Serie. Oh! No Budget Bushcraft. Cool, ihr wart dabei, wie diese neue Serie startet. Na gut, inspiriert hat mich die Serie. Bin ich inspiriert worden durch einen Film von Malcolm, sprich John J. Rambo 11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 
Ich habe ihn gefragt, ob er was gegen hat. Er sagt, ne, machst du doch in Deutsch. Und ja, kleines, ganz kleines Projekt am Frühstückstisch. Und jetzt geht's raus mit Mikey, dem Bushcraft-Hund. Und dann mach ich mir oben an der Hütte einen Kaffee. Oder einen Kakao. Oder vielleicht auch ein Süppchen. Wer weiß. Also, danke fürs Zuschauen. Na ja, komm. Können wir noch einen nachlegen? Hier, ich nehme Brennstoff, also Brenngel. Brennstoffgel. Pastös für innen und außen. Oh, hier. Die Dinger hier, die würde ich lassen. Also diese komischen. Naja, ich lasse. Mach ich ein bisschen rein. Nicht viel, nur ein bisschen. Feuerzeug. Ja, ich nehme das hier, glaube ich, besser. Ist immer so eine Sache mit dem Brenngel. Jetzt muss ich noch Wasser reintun. Bin gleich bei euch. Ja, und? Tut's doch. Nicht schlecht. Ja, als Aushilfsdeckel nehme ich hier die Packung. Spargelcremesuppe, die gibt es nämlich gleich. Oh, schön. Fast fertig. Ich mache es aber noch ein bisschen anders. Rein damit. Heißer. So, Freunde. Also, hat funktioniert, ne? Wie man sieht. Also, no budget Bushcraft. Also, das Holz hat es nicht verbrannt, warum auch immer. Seht ihr? Da ist meine Spargelsuppe. Erste Folge no budget Bushcraft. Also, danke fürs Zuschauen. Ich lasse es mir schmecken. In diesem doch recht frischen Dezembertag. Ich weiß gar nicht, wann ihr das Video seht. Mikey hört wieder Hunde. Na, weg ist er. Also, ich lasse es mir mal schmecken mit den schönen Croutons. Das Richtige. An so einem Wintermorgen, wenn man mit dem Hund draußen war. Selbst gemacht. Also, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, Matiot. Schwenkt du Hut.